Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edge of Eternity. Wir befinden uns in diesem mehr oder weniger wunderschönen Wald. Oh, ich sehe übrigens gerade da hinten, die kenne ich, die Pflanzen aus Teso, die stehen auch bei mir im Haus. Und wir sind auf der Suche nach dem Örtchen, wie ich annehme, Herislor. Oder so. So, Verbrauchsgegenstand. Was ist mit euch? Ihr seid immer Menschen, ne? Ja. Hier ist ein Lagerfeuer. Sehr schön. Reden können wir aber mit keinem, aber die Truhe können wir auf jeden Fall mal öffnen. Stonecutter, Herstellrezeptur. Okay. Steinschneider. Das hört sich jetzt gerade interessant an. Ich glaube, ich komme jetzt so langsam dahinter. The unlocked receipt gives you access to the... Ja, das ist logisch. Okay, in order to craft and upgrade weapons, you have to gather components. Ja, welche denn? Ich brauche 4-mal Eisenerz und 2 magische Steine. Die habe ich. Hold to craft the stone cutter. Zack. The crafted weapon in your inventory. You can now leave the... Okay. Das Einzige, was wir herstellen können, oder? Sonst haben wir jetzt hier nichts. Nö, sie auch nicht. Aber okay. Gut, die haben gesagt, im Inventar ist das Ganze zu finden. Waffen. Stonecutter. Jetzt ist die Frage. Ausrüstung. Der ist jetzt hier ausgewählt. Möchtest du die Kristalle aus deiner alten Waffe entfernen, bevor du zur neuen wechselst? Also, wenn ich das richtig sehe hier unten, dann kriege ich dadurch besseren Angriff, mehr Tempo und mehr Lebenspunkte. Zumindest hoffe ich das. Allerdings sind die Level dafür jetzt runtergegangen. Aber ich sag mal, wenn die Werte insgesamt natürlich besser sind, ist mir das egal. Also nehmen wir jetzt auch die Dinger hier weg, die Kristalle. Das heißt, die müssen wir jetzt hier wieder neu einsetzen, so wie es aussieht. Erhöht physische Abwehr, erhöht magischen Schaden. Das ist schon mal sehr gut, aber das können wir nicht machen. Okay. Der ist noch nicht aktiv. Einen neuen Kristall. Das können wir auch noch nicht machen. Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt vorher bei mir drauf gewesen ist, aber gut. Scheint jetzt so zu sein. Hoho. Na gut. Oh. Da wollen wir mal nicht zu viel hauen, weil ich möchte jetzt hier natürlich nicht komplett nur noch kämpfen. Wir wollen da hoch bis zum Ende. Da wir hier wahrscheinlich eh nichts machen können, gucken wir natürlich, dass wir hier mal außen rum ein bisschen laufen. Ob das jetzt eine gute Taktik ist oder nicht, wie gesagt, das habe ich schon in der letzten Folge angesprochen. Ich weiß es nicht. Ich meine, klar, gut, jetzt so eine riesen Meute da hinten. Ich glaube, der muss man jetzt nicht unbedingt auf einmal begegnen. Aber ich denke, ein bisschen kämpfen zwischendurch wäre. Another of those contraptions. Do you feel like performing one more miracle, Celine? Do the Anzid ask for permission before soaring up into the sky? I hate it when you answer a question with a question. Okay. Ja. Das ist also ein Rätsel, so wie sich das gerade angehört hat. Dann schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, aber egal. Ich denke mal, die müssen jetzt beide an so ein Ding ran. Und das benutzen. Kann ich das nicht benutzen? Aktuell kann kein anderer Charakter... Achso, Moment. Ich bin ja schon mit ihr drin. Okay, dann verstehe ich auch, warum der das nicht benutzen kann. So, interagieren.
Ja, wo müssen wir jetzt hinschießen? Hier wahrscheinlich, ja. Das ist ein Lebensbalken. Du hast eine Belagerungswaffe eingesetzt. Bestimmte Elemente der Umgebung können sich in Edge of Eternity auf Kämpfe auswirken. Okay. Du hast eine Belagerungswaffe eingesetzt, um einem Feind zusätzlichen Schaden zuzufügen. Und mehr wollten sie uns nicht mehr verraten. So, jetzt ist hier aber eigentlich nichts mehr. Wofür wir das benutzen müssen. Deswegen würde ich mal glatt behaupten, dass wir jetzt weitergehen können, oder? Nehme ich an. Okay, er ist nicht gestorben. Das ist schon mal gut. Es sah so komisch aus. Oh, Mann. Das sah so komisch aus, als ob da hinten so Laserstrahlen sind oder so, die mich kaputt machen sollen. Unsued. Why does that name ring a bell? It was a race of gigantic birds. They used to attack the Archalites' airships, so the Archalites, they... Right. They killed them all. I remember now. Okay, also die kann man auch nicht kaputt machen. Was ist hier mit? Calliope erwachte streng ihr Gebiet und jagte Eindringlinge. Wenn du das Gefühl hast, beobachtet zu werden, dann wird es wahrscheinlich so sein. Wer leichtfüßig auftritt, lebt länger. Okay, also mit anderen Worten, wer durchläuft, hat eine höhere Chance, am Leben zu sein, zu bleiben. Oder was soll das jetzt heißen? Okay, das finde ich jetzt aber nicht nett, dass sie jetzt direkt hier bei dem Speicherpunkt stehen. Frostkohl, oder was habe ich jetzt da bekommen? Oder das heißt so viel wie, ich solle mich bewegen. Das kann natürlich auch sein. Zack, einmal schnell zwischenspeichern. Ich würde es ja gerne ohne euch machen, jedes Mal, wenn ich rausgehe. Aber leider ist es so nervig hier in diesem Spiel, dass man nur an bestimmten Punkten speichern kann. Kann man da hoch? Ah, anscheinend nicht. Schade. Darkness before dawn. Ernsthaft? Oh je, wie viele sind das denn bitte? Okay, also die scheinen wir stärker zu sein, weil wir das Ding da benutzen können. Das heißt, links ist ein kleiner, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wieso habe ich jetzt nicht diese Zusatzkraft hier drin? Oh je, ich dachte, das... Da ist noch einer. Ach, jetzt stehen die nicht beide in dem gleichen drin, oder? Ist das dein Ernst? Wieso kann ich da nicht hin? Hä? Ach so, du oder ein Feind befinden sich auf einem Nexus mit einem Heilungskristall. Bestimmte Elemente der Umgebung können sich in Edge of Eternity auf Kämpfe auswirken. Hier heilt ein grüner Kristall, was auch immer er jetzt heilt. Gut, den kann ich aber angreifen, immer an etwas. Okay, da ist schon mal einer weg, sehr schön. Ich würde nur gerne das Ding da endlich mal benutzen können. Wieso komme ich da nicht hin? Wieso ist das blockiert? Das verstehe ich irgendwie nicht. Okay, perfekt. So, und jetzt gib ihm Saures. Na, nicht so wirklich.
Eieiei. Okay. Ja. Finde ich jetzt aber nicht gut, dass ich jetzt diesen Zusatzangriff nicht mehr habe. Nehmen wir erstmal auf den kleinen. Boah, okay, die macht mega, mega wenig Schaden. Mega wenig. Ach so, ich komme da, glaube ich. Ja, ich komme nicht dahin, weil der Kleine da die ganze Zeit draufsteht, ne? Okay, verstehe. Dann müssen wir die Taktik ein bisschen ändern. Was natürlich blöd ist, weil ich dann die Runde nichts. Oh, willst du mich verarschen? Weil ich dann die Runde nichts machen kann. Gut, ich muss eh nach hier. Was ist jetzt los? Hä? Okay. Den greifen wir erstmal an. Da, jetzt sieht sie etwas älter aus, ne? So. Dich können wir leider nur kanalisieren, wollte ich gerade sagen. Na, komm schon. Geht da drauf. So. Oh, das sieht gar nicht gut aus mit ihr. Achso, da. Und einmal dahin. Oh, bitte, lass mich nochmal angreifen. By the will of the gods. Ja, oder so. Okay. Perfekt. Aber ich muss jetzt noch mal eben gucken, weil das irritiert mich hier ein bisschen. Kristalle auf der Waffe. Da ist jetzt ein Kristall. Ach, so sind wir da eben hingekommen. Okay. Platz verfügbar für einen neuen Kristall, aber wir haben keinen neuen Kristall. Okay. Soweit verstehe ich das ja noch. Waffe. Okay. Angriff Tempo. Also ich muss sagen, die neue hat wirklich wesentlich mehr. Aber man hat weniger Lebenspunkte. Wobei hier hat man auch minus 72 Lebenspunkte. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das heißt, das ist okay mit der Waffe. Aber ich verstehe eins nicht. Vielleicht stehe ich jetzt hier auch gerade auf dem Schlauch. Warum konnte ich jetzt bei dem anderen diese Zusatzsachen mitmachen und bei dem hier nicht? Liegt das jetzt einfach nur daran, dass das ein Schwert ist? Ich meine, gut, wenn natürlich die Grundangriffe schon stärker sind, dann ist es ja okay. Aber ich vermisse hier ehrlich gesagt meinen stärkeren Angriff. Oh, lass mich das noch eben aufheben. Sehr schön, danke. Und dann denke ich mal, wird jetzt gleich irgendeine Cutscene oder so kommen. Oder wir finden irgendwas. Eins von beiden. Ach Mann, ich achte doch nie auf die. Obwohl doch, Teamenergie. Oh, bist du ein Gegner? Nee, du bist ein Stein. Hiralsor. That's where we'll find your contact, right? If everything goes as expected, yes. It's one of the few cities still untouched by the war. As a result, it has welcomed a lot of refugees in the last months. It is the best place to hide in plain sight. Is your contact some kind of outlaw? Not really, but he deeply values secrecy. Same goes for me. I don't want people to find out I'm a deserter. Well, maybe we should find a way around these cliffs first. They're too steep for us to climb down. If I remember correctly, there's an inn nearby. Maybe they will know the shortest way to Hiralsor. Ja, perfekt. Da müssen wir uns doch nur noch dahin begeben. Sieht aber auch krass aus. Ich hoffe, das sind jetzt keine Gegner, die hier die ganze Zeit rumfliegen. Oje, oje. Okay.
Eine Truhe, ich sehe eine Truhe, sehr schön. Was nicht so schön ist, hinten sind schon wieder Gegner. Die finde ich nicht so toll. Eisenerz, sehr schön. Kristallscherbe, noch besser. Ach nee, das ist... Ah ja, ich bin ja auch blöd. Das ist wieder so ein Ding für einen Kampf. Frage ist jetzt nur, wir müssen da rum, ne? Möchte aber gerne wissen, ob hier noch irgendwas ist. Da hinten ist was zum Speichern, habe ich gerade gesehen. Das werden wir doch mal direkt ausnutzen. Vor allen Dingen können wir dann auch schneller hierhin transportieren. So, da einmal bitte, danke. So, und ich glaube nämlich, dass der nur freigelegt wird, also denke ich zumindest, wenn, also dass man hierhin teleportieren kann, meine ich jetzt, wenn man sich da drauf gestellt hat. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht auch schon, wenn man das Gebiet hier erkundet hat. Hergans größte Angst war es, lebendig begraben zu werden. Also haben wir seine Leiche ordentlich durchgeprügelt, um Gewissheit über seinen Tod zu haben. Seine ihn immer liebende Familie. Ja. Das klingt für mich logisch nachvollziehbar. Da leuchtet noch was. Ich nehme auch noch mal kurz mit, wenn wir sowieso schon mal auf dem Weg sind, ne? So, keine Ahnung, was das jetzt für einen Zweck hat. Also die Grünen heilen offenbar. Oh, genau. Komm mir nicht zu nahe. So, das Kleine muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Aber auch wenn ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt habe, was jetzt drin war. Ich finde die Bäume so cool, weil die so leuchten irgendwie. Überhaupt die ganze Umgebung, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich ein ganz, ganz großes Lob aussprechen an die Macher. Die mich merkt? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Mich sieht doch keiner, wenn ich hier so entlang laufe. So, muss ich ein ganz, ganz großes Lob aussprechen, weil trotz alledem, also dass nur so wenig Leute da mitmachen, also sprich, dass es nur so wenig Entwickler gibt, so ein kleines Team, so, das wollte ich damit sagen. Und ja, sicher auch sehr viele Widrigkeiten und so auf dem Weg waren. Also jetzt im Sinne von Maßnahmen und so weiter, dass man seinen Job nicht ausüben konnte und alles. Trotz alledem, finde ich, haben die hier einen richtig, richtig guten Job gemacht. Ich meine, guckt euch alleine mal die Grafik an, auch wie die Leute aussehen und alles. Das finde ich Hammer. Klar, es ist keine Real-Grafik in dem Sinne, aber es sieht wirklich Hammer aus. Und es soll ja auch keine Real-Grafik sein. Deswegen kann man damit interagieren. Nee, anscheinend nicht. Okay. Kommt mir gerade so ein bisschen komisch vor. Hi, mit dir kann man auch nicht reden, ne? Dich interessiert das alles nicht hier, ne? Boah, was ist das denn hier? Könnte so eine Art Mühle sein. Nur mal eben andersrum, ne? Ah, oh, wo bekommst du denn hier? Und die Kleinen sind auch wieder da. Oh, seid ihr niedlich. Oh. Ach, hier ist auch nochmal so ein Dings. Ja, so ein Jagd-Dingsbums. Na, ihr wisst schon. So eine Scheibe halt. So. Boah, es ist echt zu spät heute. Ich weiß schon. Moment, wo müssen wir denn eigentlich hin? Ach so, Gasthaus. Doch, da wollten wir doch eigentlich nachfragen. Okay, kann sein, dass da vielleicht gleich eine Cutscene kommt oder sowas. Und ich weiß nicht, ob ich danach dann nochmal speichern kann. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal schnell speichern. Und da hinten, Moment, da hinten war aber doch jetzt gerade auch eine Quest, wenn ich da durchgehe. Da muss ich aber dann da durchgehen, oder? Ach, das ist auch noch... Doch, eigentlich ist das hier unser Ziel. Hä? Jetzt soll ich woanders hingehen. Okay. Ja, gut. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Oh, da habe ich schon eine Truhe gesehen. Sehr schön.
achte zwar fast nie drauf, was drin ist, aber trotzdem sehr schön. Oh. Ah. Oh, ah. Das sind aber nur drei Stück. Ne, vier. Wir sollen, glaube ich, sechs töten, ne? Für das... Ach komm, wir nehmen das mal an. Vielleicht finden wir unterwegs noch was. Da müssen wir zwar nochmal zurücklaufen. Was dann natürlich auch ein bisschen nervig ist. Aber dafür gibt es eine Hose. Und wenn die natürlich unsere Werte dann auch nochmal verbessern kann, dann wäre das natürlich super. So, Moment. Wir gehen jetzt nochmal eben an die Tafel hier. Ans Board. Genau, es steht ja sogar hier oben. Sechs Stück müssen wir töten. Naja gut, wir nehmen es aber, wie gesagt, auf jeden Fall mal an. Ja, starten sie die Verfolgung. Die muss ich jetzt nicht unbedingt starten. Ich hoffe, dass die nicht ganz so stark sind, weil die ja schon in der Gruppe von vier Leuten da hinten sind. Und das wäre nicht so gut. Auch nicht für mein Ego. Moment, die waren ja aber eben alle noch gar nicht da. Ich finde das komisch, dass sie dann auf einmal neu spawnen. Nur weil ich hin und her laufe. Das würde ich gerne den ganzen Tag machen. Immer so hin und her laufen. Und die Sachen holen. Die sind Level 8. Oh je, oh je. Okay, wir versuchen es trotzdem. Oh, schwuppdiwupp. A prayer for your wayward soul. Ja. Okay. Wir nehmen mal den vorderen Rick. Och, die halten ja gar nichts aus. Das wäre geil. Okay. Und die macht nicht so viel Schaden, ne? Ja, nee, das kannst du vergessen. Also sie kannst du vergessen. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, sie müsste eigentlich als Heiler mitkommen. Das Problem bei der Sache ist, ich habe es bisher noch nicht richtig hinbekommen, dass sie mich geheilt hat. Da, du machst das nicht nochmal mit meinem Bruder hier, du. So, dafür mache ich dich jetzt gleich platt. Obwohl, naja, sie dürfte eigentlich den nächsten Schuss bekommen, nachdem er angegriffen hat. Er hat auch mich angegriffen, also kann er sie auch nicht unter... Ach nee, sie kriegt noch nicht mal den Schuss, na toll. Okay. Sehr schön. Sind beide Level 8. Okay, das ist schon mal gut. Edelstein. Den müsste ich theoretisch... Moment, ich gehe mal eben so ein Stückchen zur Seite. Theoretisch müsste ich den... Ah nee, das war schon ein roter. Angriff Eile. Magie Eile. Magie Zaubertempo. Feuerschlag 1. Ah! Moment, ich habe jetzt Feuerschlag 1 reingemacht. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwas in der Richtung machen kann. Bam! I won't back down. Ja, erneut Spielerinitiative. Lass niemanden in deinem Team sterben. Ja, das wollen wir noch nicht hoffen. Ha! Ihr könnt mich jetzt alle mal. Ich habe jetzt wieder was drauf. Dann kam das durch diese einen Steine. Das ist ja mal geil. Okay, das ist aber gut zu wissen. Nachdem ich das dann auch endlich mal gecheckt habe. Ja, komm. Du kannst ja jetzt nur Schaden machen, weil eine zweite Runde nach dem Kanalisieren wirst du nicht kriegen. Deswegen machen wir es mal so. Take this! So. Dankeschön. Dann haben wir drei, ne? Ja, hat ja nicht so lange gedauert, der Kampf. Ich glaube, das hätte ich dann sogar locker geschafft, wenn wir mit allen zusammen hätten kämpfen müssen. So, aber da waren noch... Ich wollte gerade sagen, da waren noch eigentlich sechs eben. Wo ist denn der? Ist der in der Kiste drin? Nein. I won't back down! Oh, wie oft muss man den angreifen, bis der das dann registriert hat? So.
Sehr schön. Ja, du kriegst ja eh nichts auf die Reihe, deswegen... Obwohl, warte mal. Nee, sie schützt sich, falls er jetzt noch angreifen sollte, was er natürlich nicht tut. Okay. Dann können wir für dich eigentlich den einfachen Angriff nehmen, ne? Sollte ausweichen. Ja, okay. Statusveränderungen kriege ich auf den kurzen Kampf sowieso nicht auf die Reihe. So, Verbrauchsgegenstand Rohleder. Sehr schön. Weil ich sicher irgendwann auch mal wieder was craften kann. So, müssen wir denn jetzt hin? Da hinten ist die Aufgabe, die wir machen können. Was ist das denn hier? Die greifen mich jetzt hier nicht an, oder? Und hier war doch gerade noch was. So. Sieht ja schon irgendwie seltsam aus. Hier, Mieze. Mietz. Die letzten Worte. Okay. Neben seinem Meister liegt Schwappel begraben. Nichts liebte er so sehr wie das Sitzen auf dem Schoß seines Meisters. Dieses geliebte, ach du Scheiße, 400 Kilo schwere Nekaru hätte nie mitgehen sollen in das Kanu. Okay, ich schätze, dass er mit Mietz gemeint ist. Da hinten können wir gleich auch noch was nehmen. Oh, die Truhe, die nehmen wir aber vorher. Wenn ich die vergesse, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Was habe ich da jetzt gerade bekommen? Kann ich mit dir auch was machen? Nee. Du leuchtest nur so schön. Okay. So, Meister, was haben wir denn für uns? Obwohl... Nee, ich würde eigentlich fast sagen, mit diesem wunderschönen Blick hier runter und dem Blick auf die Uhrzeit, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge weiterschauen. Bis dann. Ciao.